Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, was man sich bei der Benutzung von Interfaces immer vor Augen halten sollte. Ich habe das mal auch die Gefahren des Vertrags genannt. Um das direkt vorwegzunehmen, für alle, die vielleicht den Hintergrund gar nicht wissen wollen: Ein Interface beschreibt immer nur die Schnittstelle von Funktionen. Sie beschreibt nicht, wie die Daten innerhalb der Funktionen behandelt werden. Was das jetzt konkret bedeutet, das werde ich jetzt erklären. Gehen wir mal davon aus, wir haben hier eine Klasse Set, die hat eine Add- und eine Remove-Methode und ich beschreibe mal kurz, wie die funktioniert. Das ist so: In einem Set kann jeder Eintrag nur einmal vorkommen. Das bedeutet, das ist so eine Art wie so eine Liste, sag ich mal. Also sagen wir, ich tue eine 1 rein, dann ist eine 1 drin. Jetzt tue ich eine 2 rein, dann ist eine 2 drin. Dann tue ich eine 3 rein und dann ist eine 3 drin. So, jetzt tue ich noch eine 1 rein. Die 1 ist aber schon drin, also passiert gar nichts mehr. Also sollte eigentlich soweit klar sein. Dann habe ich hier auf der Rechenseite meine Klasse, die habe ich einfach Bag genannt. Sack. Da ist es so, dass so viele Elemente, wie ich will, doppelt sein können. Das heißt, ich tue eine 1 rein, dann ist eine 1 drin. Ich tue eine 2 rein, ist eine 2 drin. Und jetzt tue ich nochmal eine 1 rein, dann ist nochmal eine 1 drin und nochmal eine 1 und nochmal eine 1. So, soweit, so gut. Jetzt kann man sich diese zwei Klassen angucken und überlegen, das sind ja irgendwie beides Listen. Und die haben beides eine Add- und beide eine Remove-Methode. Da könnten wir doch eigentlich ein Interface machen, damit wir beide irgendwie so auf einen Nenner kriegen. Also machen wir uns oben ein Interface hin. Ich habe das jetzt mal Collection genannt. Und das sagt, dass wir die Methode Add und die Methode Remove implementieren müssen. Und wir leiten die einfach, beziehungsweise implementieren einfach mal das Interface auf beiden Seiten. Und es ist ja schon alles da und funktioniert. So, wo ist jetzt die Gefahr dabei? Jetzt könnte es sein, dass irgendjemand irgendwo eine Collection benutzt, statt einem Set oder einem Bag, weil er ja sagt, naja, wir sollen ja mit Interfaces arbeiten und das unterstützt ja alles, was ich brauche. Ich werde nur reintun und wieder rausholen. Wenn man sich aber jetzt die Funktionsweise von Set und Bag mal genauer anguckt, dann sieht man, dass ich hier auf dem Set, auf der Set-Seite, weniger rausholen kann, als ich reintun kann. Das heißt konkret, wenn ich hier jetzt zum Beispiel noch eine 1 reintue und noch eine 1 reintue und noch eine 1 reintue und noch eine 2 und noch eine 2 und noch eine 2. Und wenn ich jetzt sage Remove 1 zum Beispiel, dann sind die alle weg. Und wenn ich jetzt sage Remove 2, dann sind die alle weg. Das heißt, ich habe eigentlich 9 Elemente, also 4 Einser, 4 Zweier und eine 3. 9 Elemente habe ich reingetan, aber ich kann nur 3 rausholen. Beim Bag, das funktioniert ja ganz anders. Kann ganz viele Einsen reintun und die kann ich auch alle nachher wieder rausholen. Und das ist genau die Gefahr, die man beim Interface eingeht, wenn man nicht dran denkt. Das ist das Wichtige. Man muss sich vor Augen halten, ein Interface ist einfach nur eine Schnittstellenbeschreibung für die Funktionen, die da sind. Nicht für das, was funktioniert. Nicht für die Daten, die innen drin sind. Das ist jetzt hier bei der Collection relativ einfach überschaubar. Ich kann sagen, okay, jetzt habe ich halt so eine Klasse und jetzt habe ich halt so eine Klasse und dann sage ich halt, gut, und dann weiß ich, dass ich eben nicht voraussetzen kann, dass ich so viele rausholen kann, wie ich vorher reingetan habe. Komplizierter wird es wie immer, wenn man in der realen Welt ein bisschen komplexere Strukturen hat, wo man vielleicht gar nicht weiß, dass ein Bag so funktioniert und ein Set so oder dass vielleicht da, wo Collection steht, auch ein Bag vorkommen kann. Also ich kann ja sagen, in meinem Programm, ich benutze zwar eine Collection, aber ich gehe davon aus, dass da ein Set drin steht. Ich benutze sie nur, weil man ja irgendwie Interfaces benutzen soll. Man soll benutzen. Muss man immer aufpassen. Man muss also genau wissen, wenn ich ein Interface benutze, dann sage ich nur, es soll diese Funktion unterstützen. Ich sage nicht, was innerhalb der Funktion passiert oder wie irgendwelche Daten gehandhabt werden. Ich sage ihm nur, du hast eine Add-Methode und du hast eine Remove-Methode. Da kann auch gar nichts passieren. Kann bei Add auch gar nichts reintun. Das wäre auch kein Vertragsbruch irgendwie zwischen dem Interface. Das wäre voll okay. Wie gesagt, das sollte man sich immer vor Augen halten.